Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben den 11.06. In 3 Tagen habe ich einen Termin bei der Werkstatt mit dem Bus für einen Ölwechsel. Mit unserem MN Lions Coach der dritten Generation. Und heute kümmern wir uns um die Erweiterung. Wir sollen in unser Fahrzeug steigen. Ich freue mich jetzt schon mehr oder weniger. Die Erweiterung für die Karte. Um dir einen Wegpunkt zu setzen, klicke auf ein Symbol auf der Karte. Achtung, das ist nicht möglich während eines laufenden Auftrags. Ergibt Sinn. Suche nach dem Symbol der Garagenhalle und klicke darauf, schließe danach die Karte. Garagenhalle, das heißt, wir können auch Garagen mieten, whatever. Garagenhalle, die Erweiterung. Schleichen müssen. Darf ich wieder Geld ausgeben? Hier sollen wir hingehen. Ins Gewerbegebiet. Dann fahren wir mal dorthin. Ein ordentlicher Weg, den wir zurückzulegen haben. Dann fahren wir mal dorthin. Wir fahren noch an Castillo Caleta de Fuste vorbei. Der Fuste. Darf ich. Ich weiß gar nicht, wie. Ja, schade, dass man nicht sieht, wie weit die Strecke ist. Aber ich darf hier wieder mit dem unangenehmen Bus fahren. Aber wahrscheinlich können wir dann halt mehrere Busse, die wir halt dann noch weitere kaufen, halt dann dort unterstellen. Hoppala. Uiuiui. So ungewohnt ist wieder hier in diesem Fahrzeug zu sitzen. Vor allem, es hat keinen Retard, da war ja was, ich habe jetzt ja keinen. Da ist das Ding, kein Tempomat. Bisschen zu schnell hier. Dann, also das ist halt echt angenehmer, finde ich. Für mich persönlich ist es angenehmer zu lenken mit dem Bus. Ich fahre hier schon wieder viel zu schnell. Wieder jetzt links abbiegen. Und dann kann ich auch gleich deutlich schneller fahren. Oh Gott. Als zuvor. Ein bisschen nervig ohne Tempomat, aber oh Mann. Ich weiß nicht. Oh Gott. Wahrscheinlich nochmal irgendwann hier das Spiel mal neu starten danach. Also ich werde wahrscheinlich erstmal hier auch die Erweiterung abschließen und was danach noch kommen mag an Tutorials. Ich bekomme dann noch, glaube ich, eine Einführung, denke ich mal, in die Perks und so weiter, in die Skillpunkte. Und anschließend, wenn das Tutorial soweit abgeschlossen ist und wir uns frei bewegen können, also frei hier Aufträge annehmen können und so weiter, werde ich dann das Spiel, werde ich dann erstmal die Aufnahmesession jetzt hier beenden. Dann beginnt das ziemlich viel am Aufnehmen, am Vorproduzieren. Und hoffen, dass ich jetzt auch mal geschissen bekomme, hier alles nach und nach hier, wo alles am Stück auch gerendert zu bekommen. Oder editiert zu bekommen. Ja. Ich will schon auf der rechten Spur fahren. Irgendwann werden dann halt auch die Simulatoren, wo man fährt, dann angenehmer sein, wenn ich dann irgendwann mal ein Lenkrad habe, aber dafür. Die Priorität dahingehend ist nicht gegeben gerade. Was die Ausgaben und so weiter betrifft. Und das Geld ist halt auch nicht da. Von daher wird das irgendwann mal dann kommen.
Aber wie gesagt, mit dem Bus ist es, komme ich mit dem Lenken deutlich besser klar mit der Tastatur als was haben wir hier? Eine Besichtigungstour, Casino entdeckt. Ich steig mal aus und sprinte mal rüber. Dann schalte ich jetzt auch mal. Ne, Moment. Muss ich eigentlich hier hin? Ja, muss ich hin. Doch nicht. Ich bin zu weit. Oder ist es einfach nur freigeschaltet? Das kann natürlich auch sein, dass man jetzt hier bei dem Casino halt einfach das allgemein so hat. Und jetzt nicht wie bei den. Ist das ein Busch? Ja, ist ein Busch. Dass man jetzt nicht so wie bei den anderen. Wie bei den Hotels oder wie, beziehungsweise wie bei den Restaurants, dass man da halt auch nochmal das anklicken muss und so weiter. Wir haben den Strand Muelito de las Salinas entdeckt. Oh, geht weiter geradeaus. Mit tippelnden 60. Ich muss auch noch mal kurz noch mal, ich muss auch noch mal fragen, ob. Wobei ich glaube, die PS4 immer noch genutzt wird. Alter. Der Controller wäre natürlich auch schon passender. Da wird auch schon einiges. Vielleicht ein bisschen smoother dann gelenkt werden können von mir, aber. Steuerung mit dem Auto. Ich bin froh, wenn ich nicht viel mit dem Auto fahren muss. Frag mich ja, wann man das Servicefahrzeug, was man ja auch hat, wenn man das nutzt. Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt haben wir wieder mal Schlängellinien. Jetzt sind wir runter auf 60. Ich bremse mal deutlich mehr bei 60. Weil ich ganz genau weiß, dass ich. Ah, was ist denn das? Da kam dann wieder so ein Leck dazu und dann. Ja. Dann war das Steuern wieder komplett woanders. Schöne enge Kurve. Nein, muss ich jetzt hier nicht bei dem Auto halt so den krassen. Nicht deutlich früher einlenken, weil wir halt keinen Bus haben. So, immer noch weiterhin nur mit 60. Aber da kommt auch wieder eine schärfere Kurve. Schön, wie die hier wieder wartet. Oi. Ja, ich habe das Gefühl halt, Der Widerstand ist halt bei den schnellen Fahrten auch mit dem Fahrzeug hier genauso wie mit, auch wenn man schneller fährt, immer noch gleich groß. Nicht so wie beim Bus. Da merkt man ja deutlich größeren Widerstand beim Lenken, wie schneller man fährt. Was halt auch aktiviert ist. Ich würde echt gerne wissen, wie viele Kilometer wir haben und so weiter. Das ist so eine Sache, die mir halt fehlt. Jetzt hier beim Tourist Bus Simulator. Im Fernbusen macht es ja gegeben. Mal schauen, wie das dann in The Bus wird von TML Studios. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie die das umsetzen dort. Ob es halt, ja gut, Economy Mode wird es ja geben. Ich glaube in Phase 3, Phase 1 sogar, glaube ich schon, oder in Phase 2. Ich glaube, entweder in Phase 2 oder in Phase 3, aber ich meine in Phase 2. Ich glaube noch nicht in der ersten Phase des Early Access.
Und dann fahren wir mal zur Busgarage, die jetzt hier oben ist. Ich gehe mal davon aus, bei der Garagenhalle, ich gehe mal davon aus, wir können die kaufen für, weiß ich nicht, 100.000 oder 500.000, was auch immer. Garage Wars. Wir können hier Sachen ersteigern. Open every day 24 hours. Okay, können wir Sachen ersteigern? Das würde ich zumindest so interpretieren, was halt dort stand. Aber ich glaube eher, dass es eher so ein Ding ist, dass wir Busse unterstellen können, als ein Bit-War-Whatever-Ding. So, begrüßt das Büro der Garagenhallen. Ja, wir können ja Busse deponieren. Das ist sehr schön. Werden wir benötigen. Werden wir, glaube ich, können wir auch tanken hier. Sieht zumindest so aus. Gewerbegebiet. Um deinen Fuhrpark zu erweitern, musst du Garagenhallen kaufen. Wenn du genügend Geld erwirtschaftet hast, kannst du diese hier kaufen und ausbauen. Sehr geil. Und ich sehe, du hast nicht genügend Geld zur Verfügung, um dieses Grundstück für zusätzliche Parkplätze zu erwerben. Der Preis liegt bei 250.000. Wir haben schon Kredite. Wir haben gezwungenermaßen schon einen Kredit von 200.000. Ich nehme ungern mehr Kredite an. Ich will lieber den Kredit abbezahlen. Wenn ich ehrlich bin. Eröffne erneut die Karte. Klicke auf einen Schnellreise-Button in der rechten oberen Ecke der Karte. Klicke auf das Symbol deines Büros, um die Schnellreise zu starten. Im Verlauf des Spiels erhältst du Skillpunkte durch Levelausstiege und versteckte Container. Okay, wir können auch die versteckten Container sammeln dort. Okay, ich verstehe. Jetzt sind wir hier. Das ist das Fahrzeug. Ja. Ich soll wahrscheinlich auf den Schnellreiseknopf drücken, oder? Und jetzt hier wieder zurück. Die Unterkunft, geh in dein Auto. Achso, ja, Schnellreise, wir sind jetzt wieder hier. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal in unserem Bus, in unser Auto ein. Und fahren nach Antigua. Das machen wir noch. Das war ja doch relativ kurz, wir wissen jetzt zumindest, wie das geht. Okay, und ich glaube, gut, dann war das. Na, Lavan, glaube ich, doch schon ziemlich weit ist doch schon ziemlich weit gefahren, weil ich meine, dass er auch dann in Antigua dann, ein Ding sich gekauft hat, aber das halt die Unterkunft hatte. Also holen wir uns mal die Unterkunft, fahren dort nochmal hin. Dann fahre ich halt in diesem Video hauptsächlich mit dem Auto, mit dem ich ja so gerne fahre. Kappa. Und dann schauen wir an, wie das mit der Unterkunft so ist. Haben wir hier auch Unterkunft, die, ich würde ja schon fast sagen, dass die Unterkünfte hier wird dann für die Angestellten, für unsere Mitarbeiter nutzen, damit sie halt in der Nähe, also zumindest für die ersten Angestellten, die halt das benötigen, damit sie halt in der Nähe von der Firma hier sind, auch in der Nähe vom Flughafen und so weiter und so fort. Aber je nachdem, wie teuer die halt sind, ne, in der Unterkunft, ne, in der Miete. Das ist halt so ein Unterschied hier jetzt ohne Tempomaten so. So, da kommt nix. Fahren wir mal dorthin. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit Lavan jetzt geht es überhaupt weiter, weit gespielt hat. Hoppala, okay. Der lässt uns rein, ohne blinken sogar. Vielleicht bin ich auch ein bisschen in sein Gebiet gekommen. Ich darf doch 90 fahren, dankeschön. Ich würde zwar ungern komplett mit 90 durchbrettern, aber. Zumindest wenn es bergauf und so weiter geht. Jetzt sind wir auch wieder bei der Baustelle.
weiß auch gar nicht, ob jetzt KI-mäßig hier Polizei durch die Gegend fährt. Und ob uns die Polizia quasi auch, ob wir nur durch Blitzer und so weiter hier Geld aus der Tasche gezogen bekommen oder auch durch KI-Fahrzeuge. Wenn es richtig KI-Fahrzeug ist, dann kann man ja prinzipiell, könnte man, wo gemerkt, prinzipiell auch da, wo keine Blitzer sind, halt schneller fahren. Aber dafür muss ich halt erstmal wissen, wo die Blitzer sind. Aber. Oh, schön. Oh, sogar mit Tieren. Das erste Tier. Was wir jetzt nicht ganz so erkennen können hier beim Vorbeifahren, was es sein sollte. Hatte was von einem Reh. So, dann fahren wir nach Antigua. Wie gesagt, die Kilometeranzeige, die fehlt mir so ein bisschen, dass man weiß, okay, so und so weit ist es noch. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. Ne, wir haben hier noch einen versteckten Container, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, wir haben einfach nur einen Container. Den bei uns in... ich weiß wohl keine Ahnung mehr, wo unser Hauptquartier ist, aber den Container bei uns im Hauptquartier. Den stoppen wir uns dann irgendwann, also eilt ja nicht. Wir sollten jetzt, glaube ich, gleich bei Antigua sein. Nicht allzu schnell, wir wollen ja nicht rasen. Dann fahren wir auch wahrscheinlich in den nächsten Videos auch wieder mehr Bus und kümmern uns darum, dass unsere Firma ein bisschen rosiger dasteht. Prinzipiell haben wir aktuell gerade fast gar keinen Gewinn gemacht. Also ich habe 1500 eingeschaltet, einen weiteren Container entdeckt und freigeschaltet. Ich glaube, ich habe 1000, wir haben noch ein Möbelgeschäft, ich glaube, ich habe 1500 eingefahren oder so. Und 3000 nochmal wegen den Prozenten der Kredite, des Kredits nochmal ausgegeben. Aber das Geld, das werden wir hier mal einfahren. Ich denke mal, wie gesagt, vielleicht bleibt es auch erstmal nur bei dem geringen Geldbetrag und so weiter. Für die Fahrten. Gut, wir haben jetzt die eine Fahrt gesteigert um 1 Euro pro Runde, den einen Dauerauftrag. Der ist ja jetzt von 500 auf 501 gestiegen. Restaurant entdeckt. Dann laufe ich da gleich mal hin. Wir sind ja jetzt schließlich hier bei der Unterkunft. Und wenn ich ja schon mal hier bin. Ich glaube, die Unterkunft war, glaube ich, hier, oder? Oder hier war eine Unterkunft, genau hier. Park auf dem Hof. Schön, dann steige ich mal aus. Bevor ich zum Haus gehe, flitze ich eben. Ich habe auch noch eine Bar. Ist die auch für uns interessant? Nein. Dann gehe ich eben fix zum Restaurant. Ah, dann hätte sie wahrscheinlich schon freigeschaltet gehabt. Ich gehe eben zum Restaurant und schalte das dann auch für unsere Sightseeing-Touren frei. Haben wir eine Bank. Hier haben wir noch einen Supermarkt. Wir müssen halt auch irgendwann mal, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das mit den Sightseeing-Touren ist, aber dafür braucht man ja auch
Sachen. So. Die Bar Cafeteria Dorado. Dorada, dieses Restaurant wird als Haltestelle für Sightseeing-Touren verfügbar sein und verbessert ebenfalls die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. Wunderbar, dann laufen wir mal eben fix zum Haus zurück. Und gehen dann zur Unterkunft. Die werde ich aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt einrichten, es sei denn, es wird verlangt, ne? Also wir werden halt so sporadisch wie es geht, das einrichten und so richtig picobello geht es dann zu, wenn wenn wir dann genügend Geld haben, um das wirklich machen zu können. Apartment, Antiqua. Wenn dir dieses Symbol auf der Karte angezeigt wird, hast du eine Wohnung oder ein Haus entdeckt, welches du für dich selbst kaufen kannst. Nach dem Kauf wird dieses Symbol auf der Karte angezeigt und du hast einen neuen Schnellreisepunkt aktiviert. Jetzt klicke auf Kaufen. Für 24.000 günstig haben wir noch. Haben wir jetzt von noch 100.000, aber gut. Dann betreten wir mal die Wohnung. Nachdem du deine erste Immobilie erworben hast, kannst du sie einrichten. Klicke auf die angezeigten Interaktionsfelder, um zum Beispiel verschiedene Möbel oder andere Dinge zu kaufen. So, wir sind jetzt die Wohnung betreten. Wir haben einen Skillpunkt. Die Skillpunkte. Du hast einen neuen Skillpunkt erhalten. Öffne das Skillpunkte-Menü über dein Smartphone, um deinen Skillpunkt zu verteilen. Klicke auf den Punkt, auf den Button, um das Skill-Menü aufzurufen. Im oberen Bereich siehst du dein aktuelles Level, deine Erfahrung und verfügbare Skillpunkte. Du kannst hier Skillpunkte gegen Einreisepunkte eintauschen. Skillpunkte erhältst du durch das Aufsteigen in deinem Level. Du findest sie auch in verschlossenen Containern. Außerdem brauchst du sie für manche Rätsel. Hebe dir also immer ein paar auf. Wähle die Schnellreisepunkte, welche du freischalten willst, auf der Karte aus und bestätige deine Auswahl anschließend. Verfügbare Schnellreisepunkte schaltest du frei, indem du diese Orte entdeckst oder mit ihnen interagierst, wie zum Beispiel mit Hotel oder Restaurants. Du hast auch die Möglichkeit, alle Skillpunkte wieder zurückzukaufen, indem du auf diesen Button drückst. Stell mal davon aus, gehen wir davon aus, wo sollen wir jetzt hier unser Haus machen oder so? Ich weiß es nicht. Nun beherrschst du alle Grundlagen, um genügend Geld zu verdienen und damit einen zusätzlichen Bus kaufen zu können, um deine Mitarbeiter zu unterstützen. Im weiteren Verlauf kannst du deinen Fuhrpark erweitern, neue Fahrer, Mechaniker und Reiseleiter einstellen. Sammle nun genügend Erfahrung und erkunde die Insel, um neue Auftragsarten wie Shuttles und Sightseeing-Touren durchführen zu können. Jetzt hast du vollen Zugang zur Insel, um dein Unternehmen so zu führen, wie du es für richtig hältst. Wunderbar. Darauf habe ich gewartet. Genau, wir können hier noch Sachen wechseln. Wir haben jetzt zwar, ich habe jetzt zwar irgendwie gar kein Licht. Da sollte eine Deckenlampe vielleicht mal her. Aber dafür muss ich erstmal im Baumarkt und mir eine kaufen, um das freizuschalten. Das wird dann aber auch irgendwann kommen und so weiter und so fort. Ich gucke doch mal hier bei den Skillpunkten, ob man irgendwie Skillpunkte. Man kann Skillpunkte halt nur einsetzen, um quasi solche Sachen hier freizuschalten. Ich verstehe. Aber ich glaube, ich habe das ja schon jetzt freigeschaltet. Kann das sein? Dass das so ein Standardding ist? Für Schnellreise? Naja. Hier haben wir das Möbel geschafft, hier haben wir noch ein verschlossenes Versteck und so weiter und so fort. Ja, wir haben jetzt immer noch hier. Nein, Verträge wollte ich gar nicht hin. Wir haben hier immer noch den Schichtplan, den der Emian fährt, hier auf der auf unserem Einfahrdienst. Der Dauerauftrag ist das nächste Mal am 12.06. Okay, das heißt, wir werden. Ich werde dann wahrscheinlich dann beim nächsten Mal so weit vorspringen, dass wir unseren Bus in die. Ich könnte noch
gucken wir noch in neuen Aufträgen. Es sind jetzt einige da, auch kurze Fahrten, die deutlich mehr Geld einbringen als 510. Auch Daueraufträge, die wir freischalten können. Die Linie, die jetzt sonst immer 500 eingebracht hat, bringt jetzt auch mehr. Eine Stunde 20. Ja, mal schauen. Ich werde das auf alle Fälle so machen, dass ich dann beim nächsten Mal mit einem voilà, ich komme nicht drauf. Dass ich dann beim nächsten Mal das so weit vorspule, damit wir mit dem Bus den Ölwechsel vollziehen können. Und danach nehmen wir vielleicht sogar noch einen Auftrag an und fahren eine Linie. Wir werden sehen, wie das Ganze dann so wird, was ich dann machen werde. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, uns frei hier zu entfalten und zu bewegen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.